So, erstmal einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück hier im Train Simulator. Wir haben hier die Neuerscheinung von Virtual Railroads, die Baureihe 181. Und wie ihr vielleicht schon sehen konntet, haben wir natürlich passend zur Strecke hier die Version Mosel. Die Lok ist eine der ersten serienmäßig gebauten Mehrsystem-Elektrolokomotiven der Deutschen Bahn AG. Sie fuhr unter anderem, wie gesagt, in Deutschland, dann nach Luxemburg, unter anderem auch nach Basel, also in der Schweiz und Österreich, wo halt kein anderes Stromsystem dann nötig war. Und ja, auch nach Frankreich. Aber das werden wir gleich alles noch in der Lok dann sehen. Wir gucken sie uns erstmal ganz kurz von außen an. Also ich muss schon sagen, wirklich edel gebaut. Auch hier die Abrundungen sind wirklich top. Aber das kennt man ja von Virtual Railroads nicht anders. Wir haben hier oben die Stromabnehmer, nur zwei. Was heißt nur, also im Gegensatz zu modernen Elektrolokomotiven, Baureihe 189, teilweise mit vier Stromabnehmern. Und ja, wir haben auf dieser Seite hier zweimal Lüfterlamellen, einmal hier und hier in der Mitte Fenster, weil hier der Gang für den ja, Triebfahrzeugführer oder andere Techniker ist. Auf der anderen Seite haben wir eine komplett durchgezogene Lüfterleiste. Und ja, die Lokomotive hat vier Achsen. Zwei auf der Seite im Drehgestell, zwei auf der. Insgesamt ist die Lokomotive von außen meiner Meinung nach sehr gelungen. Und ja, es lässt sich schnell mit ihr anfreunden. Also man kann sich schnell mit ihr anfreunden. So, hier der Führerstand. Ganz kurz hier links mit bedienbaren Fenstern. Rechts natürlich auch. Hier ganz kurz die Ansicht aus dem Fenster. Hier rechts. So, übrigens, wir stehen hier momentan gerade in Trier Hauptbahnhof. Und wir fahren jetzt einfach mal ein ganz kleines Stückchen dann noch. So, hier sieht man auch, dass die Rollos innen drin bedienbar sind. Allerdings habe ich noch nicht herausbekommen, wie das geht. Können wir ganz kurz gucken, aber hier oben, ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit, wie ich das runterziehen kann. Naja, egal, lass mal. So, wir beginnen erstmal mit Batteriespannung einschalten. Funktioniert mit Shift B. Ah gut, wir hatten sie schon eingeschalten. So, daraufhin bringen wir den Fahrtrichtungsschalter in Stellung M. Wählen den Pantographen aus. Ja gut, bei uns ist er jetzt gehoben. Also mit Shift P den Pantographen dann wählen. Und daraufhin, sobald der Pantograph gewählt ist und genug Luftdruck im Hauptluftbehälter ist, wird dann der Pantograph gehoben, entweder mit Shift P oder hier natürlich mit dem Knopf oder mit dem Schalter für Stromabnehmer. Hier gibt es außerdem auch den Stromabnehmerschlüssel. Also nachdem der Stromabnehmer dann oben ist, wird der Hauptschalter eingelegt mit entweder Steuerung Z, glaube ich, oder nee, nur mit Z. Oder halt mit dem Schalter, der unmittelbar daneben ist, hier Hauptschalter genannt. Daraufhin solltet ihr zumindest Spannung haben. Dann wird der Richtungswender wieder auf die Stellung O zurückgezogen. Und dann könnt ihr die PZB aktivieren. Und natürlich auch die SIFA. PZB auch so versehentlich wieder ausgeschaltet. Also Zugart O. Ja, daraufhin den Fahrtrichtungswender nach vorne legen. Eventuell noch, bevor ihr das macht, den Bremsenmodus umstellen. Ich glaube, das ging mit, na, wir können mal ganz kurz ausprobieren. Also auf jeden Fall die Bremse komplett anziehen. Und dann mit Steuerung, Shift-Steuerung E. Ja, Bremssteuerung P, Bremssteuerung G und Bremssteuerung R gibt es zur Auswahl.
Na, wir lassen jetzt einfach hier mal P. Dann wird die Bremse wieder gelöst. Fahrtrichtungsschalter nach vorne. Jetzt kann man aber ganz kurz noch das Horn testen. Ja, ist leider Standardhorn, also so Baureihe 111. Erinnert mich das jetzt? So, und ich würde mal sagen, wir können eigentlich auch losfahren. Hier mal ganz kurz noch das Lokführer- bzw. das Pultlicht eingeschaltet. Das Ebuda-Display ist auch bedienbar. Hier jetzt im Tag- und Nachtmodus. Allerdings kein Fahrplan. Ja, maximale Stromlast, also Amperelast sind 1500 Ampere. Die sollten maximal 2 Minuten gefahren werden, ist hier unten schön zu erkennen. Maximal 15 Minuten mit 1000 Ampere und 800 Ampere Dauerleistung. Alles hier unten nochmal in dem Metallschild eingraviert. So, insgesamt haben wir scheinbar 4 Fahrmotoren. Und ja, die Lokbremse ist auch gelöst. In dem Sinne können wir mal losfahren. Oder auch nicht, weil wir den Hauptschalter nicht eingeschaltet haben. Sorry. So, Hauptschalter ist drinne. Und ab geht die Post. So, Ausfahrt mit 40. Hier nochmal die Lok von außen. Und wenn ich auch schon die EU-Plakette hier draußen sehe, gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass die EU die Lokomotive mitfinanziert hat, beziehungsweise subventioniert. So, nachdem wir hier aus dem weichen Bereich heraus sind, können wir dann auch auf Streckengeschwindigkeit, also auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Soweit ich weiß, in dem Fall 100 km/h. Ja, ganz genau. Das ZS3V kündigt es auch schon an. Ja, die SIFA meldet sich natürlich auch. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil normalerweise fahre ich ja ohne SIFA. Einfach nur aus dem Grund, die löst einfach nur Zwangsbremsen aus, wenn man gerade draußen ist mit der Kamera. Und ich meine, innen drin im Führerstand, das Fiepen kann man eigentlich nicht überhören. Von daher, in echt ist es wichtig, aber hier im Simulator meiner Meinung nach nicht so. Natürlich sollte sie bei jeder Lok vorhanden sein. Einfach aus dem Grund, dass man auch gerne mal im Simulator mit, ja, mit SIFA fährt und der Realität halber soll es drin sein. Hier jetzt einfach mal ganz kurz das Fahrgeräusch der Lokomotive genießen, deswegen spreche ich jetzt mal kurz nicht. So, jetzt hat gehört. Und auf der linken Seite haben wir hier gerade das DB-Werk Trier, was für die Schieneninstandhaltung für sämtliche Fahrzeuge zuständig ist. Also nicht die Schienen selbst, sondern nur die Schienenfahrzeuge. Ich habe mich versprochen, sorry. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt hier bis Ehrang, Ehrang-Güterbahnhof, und dann ist, denke ich mal, auch Schluss. Also wie gesagt, die Lokomotive ist sehr gelungen. Das Einzige, was man meiner Meinung nach verbessern müsste, wäre hier der Lokbremshebel. Der funktioniert nämlich momentan in die falsche Richtung. Also quasi, ich muss den Mauscursor nach unten ziehen, damit die Bremse angezogen wird. Und wenn ich den Mauscursor nach oben ziehe, wird die Lokbremse angezogen. So, jetzt sind wir hier gleich auch in der Überführung für die Einfahrtsgleise nach Köln. Oder nicht nach Köln. Nach Ehrang-Güterbahnhof. Hier zuerst nochmal die Mosel zu sehen. Ein wirklich wunderschöner Fluss.
Hier auch unsere 181 auf der Brücke. Hier ist jetzt Errang Ort, soweit ich mich erinnern kann. Ich war schon zu lange nicht mehr hier auf der Strecke unterwegs. Ach nee, Falze. Okay. Errang Ort kam dann erst nach der Brücke unten, genau. Und das hier ist jetzt der Einfahrtsbereich nach Errang Güterbahnhof. Hier zu sehen verschiedene Containerzüge, FAL-Wagen, Tankwagen. Natürlich auch der Wasserturm. Hier ganz kurz das ZS3V bestätigen. Und wir halten dann jetzt auch an. Ich verabschiede mich auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch einfach den Kanal. Mich würde es freuen. Und jo. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Und genießt jetzt hier nochmal das Bremsgeräusch und sämtliche andere Sounds der Lokomotive. Ich verabschiede mich. Tschüss.